Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Spiel am Stand von Huch und bei mir sind Inka und Markus Brandt. Ja, ihr beiden, heute wollen wir über den Deutschen Spielepreis sprechen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den 3. Platz belegt mit Rajas of the Ganges. Wie ist es denn für euch, jetzt auf dem Treppchen zu stehen? Das ist natürlich total toll. Wir haben uns sehr gefreut, überhaupt nicht damit gerechnet. Deshalb war es nochmal richtig schön. Ja, wir freuen uns sehr. Das wird eine schöne Veranstaltung heute Abend. Wenn man jetzt auf dem Treppchen landet, ist dann immer so ein bisschen der Blick nach oben. Aha, hätte auch Erster werden können oder ist es für euch, 3. Platz ist super? Ja, 3. Platz ist total super. Wir haben ja schon gedacht, dass es ein wenig untergegangen ist in der Masse an Spielen im letzten Jahr. Und wenn dann jetzt ein 3. Platz von den Spielern selber ausgezeichnet, das ist natürlich toll. Genau, das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Es ist jetzt ein Preis, der von den Spielern vergeben wird. Du hast schon gesagt, ihr hattet ein bisschen Angst, dass es untergegangen ist. Ist es jetzt nochmal umso besser, dass genau von den Spielern dann wieder gewählt wurde? Genau, das ist natürlich immer besonders schön, eine besondere Ehre, wenn man da gewählt wird von den Leuten, für die man es ja eigentlich auch macht. Deshalb freuen wir uns da wirklich riesig drüber. Was meint ihr, was hat der Deutsche Spielepreis für eine Bedeutung in der Spielerszene? Ich glaube, in der Spielerszene schon eine ganz große Bedeutung. Da wird viel drüber gesprochen, viele regen sich auf, viele freuen sich, wird viel drüber diskutiert über die Preisträger. Also in der Szene hat es auf jeden Fall eine ganz große Bedeutung. Wäre schön, wenn das dann auch in die breite Masse hinausgetragen würde. Ja, genau. Also wie gesagt, Für die Spieler ist es sicher schön, dass sie auch selbst mal mitentscheiden können, wer da oben auf dem Treppchen steht und wer eben nicht. Und es spiegelt eben ganz gut das Publikum aus Essen wieder. Ich denke, das sind die, die da am meisten wählen und das freut uns natürlich dann besonders. Jetzt wollen wir noch ganz kurz über die Spiel sprechen. Welche Spiele habt ihr hierher mitgebracht? Wir haben natürlich ein neues Exit im Gepäck. Die Katakomben des Grauens werden bei Cosmos präsentiert. WordSlam hat 2 neue Erweiterungen bekommen und bei Ravensburger gibt es ein neues Spiel in der Kakerlaken-Reihe, das heißt Kakerlakula. Ja, dann erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch und genießt die Verleihung des Deutschen Spielepreises, die ja heute Abend stattfinden wird. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit den neuen Spielen und vielen, vielen Dank für das kurze Interview. Gerne.